Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Format, dessen Namen wir noch nicht ganz wissen. Nennen wir den Premade Bot, Duo Lane oder Lane Swap. Oder irgendwas wirklich Cooles. Oder wir nennen es Elefantenhaare. Wir wissen es noch nicht. Wir haben mehrere Themen vorbereitet, die werden jetzt ganz cool eingeblendet werden von meinen tollen Animationskünsten. Und zwar wollen wir heute über das Rageblade reden, denn es sind ja viele Item-Changes sowieso gerade am Werk. Und natürlich gehören auch die Mages und so weiter dazu, aber Rageblade ist so ein bisschen sneaky untergegangen. Werden wir einen kleinen Blick drauf werfen. Außerdem wird noch ein episches Battle zwischen uns beiden stattfinden. Da könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr sowas findet. Wir wollten halt ein Auflockungselement machen. Und Flay. Ganz massiv Flay. Und das letzte Thema, das ist Good Johnny gewidmet. Ja, Karthus steht auf dem Prüfstand. Warum spielt ihn niemand, beziehungsweise warum ist der einfach so unglaublich schlecht? Wir wollen mit dem Rageblade beginnen, na, denn dieses Item ja aktuell in der Kluft nur wenigen Champions beliebt. Es ist spottbillig, damit auch sehr, 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 sehr kosteneffizient. Und es ist ein Gegenstand, was im Zauberstab und eine Pickaxe zusammengebaut wird. Und du kriegst was? Natürlich Attack Speed. Na, wer hätte es gedacht? Super seltsam. Riot will sich von diesem Konzept ein Stück weit trennen, aber immer noch die AP-Champions oder die Hybriden nicht benachteiligen. Das bedeutet, das neue Rageblade ist teuer. Und zwar kostet das 3600 Gold. Das ist ein Itempreis, der, glaube ich, ans Maximum langsam geht. Ich glaube, das teuerste ist 3,8 oder so. Ja. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, sehr, sehr teurer Gegenstand und der Weg kann sich auch ein Stück weit geändert. Das bedeutet, wir haben immer noch diese Pickaxe und die Zauberstab-Kombo, die super ätzend ist. Nun gibt es aber den Rekursivbogen dazu. Das ist auch das Element, was den Preis hochtreibt. Man bleibt immer noch bei dem Geschehen, dass man AD und AP drauf hat, wesentlich mehr AP und jetzt kommt das Gestörte. Die Attack-Speed-Werte, die euch der Rekursivbogen gibt, also die 25%, verpuffen. Und das ist komplett absurd, weil du bezahlst ja quasi einen Aufpreis. Also du hast ja alle drei Items, das heißt, du hast 25% Attack Speed, du hast den tollen Zauberstab, du hast eine Pickaxe, dann zahlst du nochmal, ich glaube, 875 und dann hast du auf einmal keine Attack Speed mehr. Also du bezahlst quasi dafür, Stats zu verlieren. Richtig. Mit allerdings, die Idee ist ja quasi dahinter, dass du in dieses Potenzial investierst, weil wenn du die Stacks hast für dein Rageblade, dann hast du natürlich wieder Attack Speed da und auch mehr als vorher. Du kommst auf 48, glaube ich, mit allen Stacks, weil jetzt sind es nur noch 6 Stacks. Du kriegst aber weniger. Es gibt aber trotzdem noch AD und AP. Die Werte sind auch okay. Sie sind so im 50er AD-Bereich und die AP-Werte gehen, glaube ich, auf 80 oder sowas hoch. Also es ist okay. Du kriegst wirklich nach wie vor viele Stats für das Gold, was du ausgegeben hast. Der On-Hit-Effekt ist auch drauf von dem Rekursivbogen mit dem 15 Damage. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Die Wut ist nur nicht mehr so, dass du super viel AOE-Schaden machst, der noch gescaled hat. Das war halt das Doppelbrokene an dem alten Rageblade, dass du noch inneres AD-Scaling auf dem On-Hit-Effekt hattest. Es war kein fester Wert wie beim Wit's End oder so. Super toxisch. Das hat man jetzt so runtergenommen und gesagt, okay, wenn du deine 6 Stacks hast, bekommst du den Effekt vom alten Devourer. Und zwar, dass du On-Hit-Effekte zweimal triggerst. Und das jetzt definitiv bei jedem zweiten Auto-Attack, egal ob du Melee oder Ranged bist, was ganz cool ist. Das Perverse ist aber, dass du die Stacks immer noch mit Auto-Tag sammelst, aber Melees und Ranged sind gleichgestellt. Melee-Auto-Tags ein Stack, der Range-Auto-Tag ebenfalls ein Stack. Und vorher war es ja anders. Vorher hast du das Rage-Bit schneller bekommen. Ist das nicht ein bisschen unfair? Ich denke, das ist für Melees in Ordnung, aber 6 Stacks und nur Auto-Tags, kein Kuh, kein gar nichts, nur, das ist super, super viel. Und das ist auch also aus meiner Sicht zu viel. Ich wüsste nicht, in welcher Spielsituation du sagst, und jetzt investiere ich nochmal 900 in der Hoffnung, dass ich mal einen Fight 6 Hits rauskriege. Also das ist ja super unwahrscheinlich. Es gibt natürlich Charaktere mit Auto-Tank-Resets und man kann das Ganze auf der Lane in irgendeiner Form noch holen und dann irgendwo hingehen und diese Stacks auch abbauen. Das ist der Traum. Das ist der Dream, aber Teamfights kommen und gehen, wie sie Bock haben. Du kannst es dir häufig schlecht vorbereiten und sagen, Leute, ich gehe mal ganz kurz zum Drake, mach 6 Auto-Tanks und dann können wir den Fight Wards sind jetzt OP. Wards clearen, immer wieder das Beste. Konsequenzen sind aber auf doppelte Art und Weise da. Das bedeutet, man muss jetzt schauen, okay, welchen Champion steht das ganze Item? Ich habe es auf Jax häufig probiert, weil er von AP und AD profitiert. Kog'Maw ist bezogen aufs vorgeschlagene Item mit immer noch mit dem Rageblade versehen und er kann auch AP und AD relativ gut verwerten. Der Doppel-Trigger-Effekt, das muss man dazu sagen, also dieser Sated-Effekt, dass du halt deine On-Hit-Effekte zweimal triggerst, ist auf Kog'Maw nach wie vor OP. Also es ist halt wirklich super strong. Du hast den prozentualen Damage doppelt, du hast Blade of Ruined King doppelt, du hast Fervor of Battle doppelt, du hast halt jeden Mist doppelt. Und seinen eigenen On-Hit-Schaden natürlich auch, der auch prozentualer Natur ist. Und jetzt kommt noch Red Buff. Ich glaube deswegen, dass es für Kog'Maw definitiv super stark sein wird. Allerdings sowas wie Tristana, die zwar auch ein AP-Scaling hat, aber die profitiert halt von diesem doppelten Hit quasi
de facto gar nicht. Sie hat also da ist halt nichts. Das ist nur dieser eine Fever of Battle Hit, den du quasi hast. Also dass dein siebter Hit auch noch deinen achten gibt. Und das ist jetzt nicht so fantastisch. Und das große Problem ist, Rage Bait war bis jetzt so stark, weil quasi die Power Spikes anders gefallen sind. Du hattest dein Rage Bait, dein Gegner hatte die F Pickaxe oder sowas. Ne? Also irgendwie sowas entgegen. Und das Rage Bait hat viel stärker gewesen. Und vor allen Dingen hast du dann wirklich massiv hohe EP-Werte. Ne? Die gilt es halt nur, um zu nutzen. Bei Tristana geht es halt nur über die Spells. Jax ist genau das Gleiche. Bei ihm ist natürlich auch der On-It-Effekt auch diskutabel. Ja, es ist natürlich, der doppelte On-Effekt kommt definitiv beim Redruff zustande. Er kommt definitiv beim Item selbst auch zustande. Das hat ja auch einen On-Hit-Schaden. Aber bei ihm ist die Besonderheit das W. Wenn du das W zur richtigen Zeit aktivierst, also den On-Hit-Schaden, triggert er auch doppelt. Why? Ja, ist super seltsam, also ein guter Jax-Spieler zeichnet sich dadurch aus. Kayle ist auch so ein besonderer Fall, weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn sie das Item hat, weil ich glaube, ich hatte richtig Schiss vor, wenn sie auch die ganzen Stacks drauf bekommt. Aber der Preis, der macht mir Angst. Ja, ich glaube auch, dass ein Rageblade Rush nur noch auf absoluten Split-Pushern funktioniert. Weil nur dann kannst du das Item ausspielen. Du hast nur in der Lane hast du quasi hohen Vorteil davon. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass Leute lange mit... Also wenn sie, sagen wir, du gehst auf Pickaxe als Jax und du gehst auf deine Attack-Speed und sagst, okay, ist ein cooles Item, so weit. Und dann brauchst du es gar nicht weiter, sondern lässt es einfach mal nur so stehen in dem Moment und guckst dann, wohin geht das Spiel. Und ansonsten, ja, Kayle, Jax, auch sowas wie Vayne stellt man sich super geil vor, jedes zweite Mal rein. Aber da ist halt AP-Scaling wieder komplett für die Tonne. Der Einzige, der vielleicht noch was damit anfangen kann, ist ein Xin. Xin Zhao ist tatsächlich jemand, der ein AP-Scaling hat, was nicht so bad ist. Ja, der könnte so ein Stück weit damit arbeiten, aber es ist nicht überragend. Vayne habe ich, wie gesagt, auch getestet. Bei ihr sind es definitiv die Silberbolzen. Da muss man halt schauen, nice. Willst du halt diese massiven EP-Werte, das ganze Gold, was du ausgegeben hast, wirklich nur in diesen doppelten Auto-Attack quasi setzen oder nicht? Ich halte es für relativ schwierig, muss ich sagen. Ja. Ich glaube auch, dass das ist eine Neuerung, quasi du verlierst Werte, das gab es vorher noch nie. Ja. Und Riot hat sofort gesagt, und das ist etwas, was mir Hoffnung macht, wenn wir merken, Rage Bait ist zu stark oder zu schwach, dann machen wir noch extra Sets drauf. Also dann verlierst du vielleicht nicht deine Attack-Speed. Aber ich habe das Gefühl, dass das Item untergehen wird. Ja. Und dann plötzlich auftaucht wie so ein Hai und dich einfach aufrisst und tötet, weil die Leute müssen wahrscheinlich erstmal mit den anderen EP-Items so ein bisschen auseinandersetzen. Gut, soviel erstmal zum Rage Blade. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil des Videos, denn der gute John und ich haben uns gebattelt in einem epischen Todesszenario. Fakt auf jeden Fall ist... ich gewinne. Das wissen wir nicht. Das habe ich jetzt auch zensiert. Nee. Fakt ist natürlich, dass wir uns in die Mitte stürzen werden. Keine Items, Summoner Spells sind erlaubt. Kein Kiten, kein Nichts. Die beiden Champions stürzen sich auf Level 1 mit einer Fähigkeit aufeinander und bringen sich gegenseitig um. Das ist die männlichste Art des One-on-Ones, die überhaupt geht. Viel Spaß dabei. Ah, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ja, das Ding ist natürlich jetzt so, dass mein Flash mir natürlich jetzt hier, Ich glaube, ich habe einen Exhaust-Vorteil. Komm mal ran! Round one. Fight. So, Ja, okay, da sind wir rein. Okay, sieht gut aus für mich. Ignite, hau mal auch drauf. Ich sag mal, es ist halt not even. Ich will ein Rematch mit den beiden Champs und ich mach dein Udyr. Alles klar. Johnny versteht nicht, dass es hier schnell und lustig sein soll, oder? Ich bin da... Wir haben jetzt ein neues YouTube-Format. One versus one. Weil es dauert ja lange noch. Alter, okay, hast du gepupst? Oh. Hallo! Hallo, du musst den... Oh, ich bin zuerst losgelaufen diesmal. Ich hab die Sache schon mal vollkommen im Griff. Ja, du hast jetzt den Flash-Vorteil. So, Epic Battle. Und was wetten wir? ja, das kommt ja noch. Das müssen wir uns ja noch ausdenken. Round two. Fight. Ich bin so da. Ich bin bereit. So, er nimmt ihn in die Mangel, unter die Mangel. So. Ah! Alter, das ist natürlich jetzt... Oh, das Finish. Das ist das. Das ist der Johnny. Ich habe überlegt, ob ich Flamien Q früher mache. Ja! Er hat eine Waffe gefunden. Mastery sind so genommen. Ich habe auch dieselben. Ich habe plus 22 AD. Ruhen. Soll ich dir meine Ruhen verraten? Zähl. 4,5 Lifestyle. Oh, er will den Sustain-Kampf gehen. Aber ich bin ja ein Assassin. Die Leute haben bei mir nichts zu sehen. Das ist komplett boosted. Oh lol, das habe ich nicht umgestellt. Oh, shit.
Stadt. Ach, aber auch vielleicht, aber vielleicht bin ich auch so in der Mitte. Nein! Nein, 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 wir fighten durch. Round 3. Fight. Komm mal her, du Nudel. Okay, auf du bist isoliert. Nein, komm! Nein! Da! Vor allem, ich habe dich übelst schlecht exhaustet. Dein Q-Damage können wir ja nicht so gut planen. Aber ich, selbst in meiner schlechten Taktik... dachte ich, dass du Minion bist und ich hau dich die ganze Zeit weg. Oh lol. Aber das ist natürlich... Wie ihr merkt, es kann nur eingeben. Welcher Plus? Was? Nein. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Na, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das findet, wie wir es vielleicht abändern sollen. Wir haben noch andere auflockernde Elemente mehr oder weniger vorbereitet, wo wir und ihr natürlich in ungefähr Spaß haben solltet. Wir haben noch ein zweites Thema vorbereitet, was sehr, sehr schön ist und auch im Intro schon genannt worden ist. Und zwar, Johnny, Kratos. Warum spielt niemand Kratos? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde. Die könnte fast von den YouTube-Kommentaren stammen und ist tatsächlich berechtigt, denn Kratos war in Season 1 und 2 auch im Competitive unglaublich beliebt. Ja. Anivia gegen Kratos war ein Standard-Matchup, das haben wir immer wieder gesehen. Kratos ist rausgekommen im Juli 2009, das ist super lange her, und seitdem wurde nur eine einzige seiner Fähigkeiten massiv bearbeitet. Und errate mal, welches war. Massiv bearbeitet? Ja. War es die Wall of Pain? Nee, nee. Es war die Passive, denn die Passive war früher super geil. Wenn du in deiner Passiven, also nachdem du gestorben bist, kannst du noch weiter casten, konntest du damals übrigens 10 Sekunden statt 7, ist ziemlich lang. Hm. Und jetzt kommt's. Wenn du jemanden getötet hast, bist du instant wiederbelebt worden. GG ist also absolut des Todes, also mach das und Kratos ist instant wieder Weibel, aber das soll nicht das Ziel sein. Stattdessen ist unser Ziel natürlich so ein bisschen herauszudefinieren, was macht Kratos jetzt schon gut und was macht er schlecht und warum spielt denn eigentlich keiner? Denn in der Solo-Queue oder ja, in der Dynamic-Queue ist es ja mittlerweile, in EU West ist er der am wenigsten gespielte Champion von alle. Und darunter sind nur noch Yorick und Urgot. Und Urgot. Es sind halt alles nur Möwen. Man muss aber einen Fakt noch nennen, und zwar, wenn du einen Kratos siehst, ist es, sag ich mal, zu 25% ein Main. Allerdings denke ich auch viele daher, dass sie ihn früher gespielt haben und jetzt einfach nicht aufgehört haben. Ne? Ich kenne das selbst. Man hält an manchen Champions fest, die vielleicht gar nicht mehr so sinnig sind, aber das ist bei Kratos eben auch ein bisschen der Fall. Seine Stärken sind auf jeden Fall seine globale Ultimate. Das ist sowas, was einem sofort in den Kopf kommt. Ja. Dann sein hoher DPS, also sein Schaden pro Sekunde auf stehende Ziele. Er steht da mit seinem E und Q. Das ist halt einfach super simpel. Sehr kurzer Cooldown, aber der Q-Spell ist nicht der leichtest zu treffende Sache. Ich hab das Gefühl, man sieht das Alter eines Champions genau in solchen Mechaniken, so dass seine Auto-Attack-Animation immer noch furchtbar ist und das gleiche gilt halt fürs Q. Es ist unglaublich delayed. Es ist bewusst delayed, weil natürlich der Schaden sehr hoch ist, aber du hast halt erwähnt, Objekte sind nice. Farm ist eigentlich auch nice, dazu ist es ja eigentlich da. Dadurch, dass du einen kurzen Cooldown hast, kannst du auch eine Träne unglaublich schnell stacken. Der hat eine gute Item-Synergie, also er kann die Träne schnell stacken, dann Rod of Ages ist stark. Er hat mit Kristallzepter diesen Instant-Slow durch ein E, wurde ja auch verändert, also macht jetzt 40% Slow auch auf diesen AOE-Effekten, das kam ihm zugute. Ja. Stundenglas macht seine Passive quasi nochmal zur Verfügung, das ist also super, der steht den ganzen Tag so rum und der Fight um ihn herum passiert. Also das sind alles Items, mit denen er sehr gut synergiert und was dem Champion ja auch massiv helfen kann. Was allerdings seine Schwächen nicht kompensieren kann. Denn der Champion ist die so unmobil. Also ja. In Kratos zu ganken ist easy deluxe. Stell dir mal einen Jungler vor, der keinen Dash hat. Mir fällt keiner ein. Kragas hat einen. Die Sin hat einen. Kindred hat einen. Rek'Sai hat einen. Vi hat einen. Sejuani hat einen. Und Sejuani sieht übelst kompakt aus. Und selbst die dasht dir ins Gesicht. Also ich glaube, das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem von allen immobilen Midlaner, was ja in diesem Mage-Update eingedeckt werden sollte. Schwächen sind da, definitiv. Ja. Und unmobil des Todes. Er scaled zwar hart, aber urlangsam. Ich denke, man hat ihn bewusst außen vor gelassen und ihn nicht geändert, weil die AP-Item-Änderungen wirklich sehr hart entgegenkommen. Träne ist super stark. Katalysator hält ihn unendlich lange auf der Lane. Er kriegt halt abartig viel Leben wieder, wenn er sich in irgendeiner Form battlen sollte. Ich denke, es ändert nichts daran, dass er trotzdem ein alter Champion ist. Dass auch die Mechanik, und das ist mein größter Hass, okay? Die Passive belohnt dich fürs Sterben. Damals haben wir noch verargumentiert, und ich glaube, ich kann mich noch an den einen oder anderen Cast sogar erinnern, die sehr lange her waren, wo es dann hieß, ja, Kratos, der flasht in den Fight rein. Dann wird er gefokust, ist tot, aber hat immer noch den ganzen Schaden und zerberstet das ganze Team. Kannst du halt nicht spielen, ist völlig idiotisch. Und jetzt genauso. Champions, die
belohnt werden, wenn sie sterben oder irgendwas Tolles haben, wie die aktuelle Syra noch, wie Kog'Maw, wie Sana, die Bullshit. Das ist eine super schlechte Passive. Ich hoffe, die ändern die. Aber ist das ein bisschen einzigartig? So, das ist Kartos. So, die Wall of Pain. Bullshit, so. Warum? So, der Spell ist von Geburt aus scheiße. So, du hast einen Slow, alle laufen drumherum, dashen durch, also kriegst du trotzdem einen Slow, aber es juckt dich halt nicht. Früher war das cool. Früher hast du Leute geslowt, CC'd, das war super toll. Mittlerweile dashen aber an. So, also wenn wir uns auch angucken, was ja auch ein Problem ist von Karthus, im Vergleich zu den anderen Hyper-Scalenden Leuten, hat er nur 3 Damage-Spells, weil er hat diese Wall. So, jetzt hat ein Azir auch nur 3 Damage-Spells. Aber er kann sich repositionieren. Ja. So, das ist 1000-mal besser als ein Slow. Das ist halt wirklich überhaupt nichts. Und es wäre auch mal schön, wenn eine Änderung ihnen entgegenkommt. Mal sowas wie Taric, sowas wie Bart. Das sind alles auch immer so kleine Kartos-Nerfs. Das sind jetzt nicht die Gründe, warum ich nicht mehr spiele. Darüber sollte keiner argumentieren. Es ist, wenn man sich mal Spiele von ihr anguckt, in ein von 6 Ultimates kommt wirklich mal eine Bart-Ult oder so. Meines Erachtens ist das große Problem von Karthus, dass er nichts besser kann als andere. Wenn du sagst, globale Präsenz, spielst du auf der Midlane Twisted Fate. Oder von mir ist ein Gangplank. Die Ultimate ist sofort da. Da kommt einer low weg, boom, tot. Bei Karthus. Oh, der kommt low weg. Nee. Und dann lädst du erstmal auch so. Ne? Ja. Da hat der andere noch alles. Du kannst es über Items kontern. Das ist auch eine Sauerei. Das soll eine Last-Finish-Ulti sein. Warum sagt die nicht, und ich scheiße auf Schilde? Das wäre super nice. Perfekt. Also ich sag mal so, man kann es wirklich gut vorbereiten. So, das Hourglass wird auch billiger. Das kommt ihnen also auch nicht direkt entgegen. Und Mikaels ist zum Beispiel auch super nice. Ne? Das stimmt. Überlebt er. Ich denke aber, dass die Leute sich wieder an ihn rantrauen. Also ich glaube, es sind manchmal so Sachen, dass man ihn einfach wieder spielen muss und über das Clunky-Sein so ein bisschen hinweg sieht. Ja, ich denke auch. In Korea sehen wir zum Beispiel, dass er nicht unter diesen wenigst gespielten Champions ist, aber quasi ganz rechts. Also während Karthus dann doch eher so der Dritte ist. Also er ist ganz knapp davor. Und man muss halt auch sagen, dass es tatsächlich in den letzten Jahren eine Situation gab, wo Karthus kurz davor war, wieder Meta zu werden. Wo wir Hecarim kennen, Lissandra, All-In-Commons gesehen haben. Denn diese Passive, du das kannst stimmt. sie hassen, aber sie ist gegen Wombo-Commons, gegen All-In-Engaged, super nice. Weil du stehst da, die engagen, du stirbst und du tötest zurück. Gut, sehr viele Punkte genannt. Na, wir gucken mal, wie ihr das Ganze findet. Schreibt auf jeden Fall euch in den Kommentaren aus, wie ihr das Format so ein bisschen haltet. Wir wollen natürlich so viel wie es geht experimentieren, okay? Irgendwas Neues einbringen, Fragestellungen, so ein Stück weit beantworten. Vielleicht müssen wir bei einigen Sachen schneller sein, vielleicht langsamer und mehr Zeit lassen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr viel Diskussionsbedarf ganz einfach da, was League of Legends angeht. Und mal gucken. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne.